Hallöchen, liebe Leute da draußen und willkommen zurück zu Let's Play Stellaris Staffel 2, Folge 23. Für mich eine neue Aufnahmesession, eine längere Aufnahmesession beginnt. Ich habe wieder alles vergessen, wie das so üblich ist. Eine Woche Pause gehabt und ja, alles vergessen, keine Ahnung mehr. Und deswegen gucken wir jetzt mal kurz durch. Aha, hübsch sieht sie aus. Präsidentin, ja, irgendwie. Wird sie schon einen Namen haben? Wirtschaftseffekte? Obwohl, wann sind denn die nächsten Wahlen? Ach, das dauert ja noch ein bisschen. Hier sieht alles gut aus. Die haben noch ein bisschen Überschuss. Produzieren Mineralien, aber produzieren leider keine Energiecredits, was ein bisschen bitter ist. Und ich kann denen leider keinen Anführer zuteilen. Aber wir könnten einen rekrutieren, ja. Wenn wir denn Zeug hätten. Gedemütigt minus 33% und ich habe zu viele Außenposten. Fraktionen. Aha, minus 46. Eden Prime First Guard, die haben gar keinen Bock mehr. Es ist nur noch ein einziger. Ja gut, da müssen wir uns nicht drum kümmern. Ja, die machen hier fröhlich. Ich könnte denen eigentlich nochmal Energiecredits schicken. So, wie sieht es mit den Kontakten aus? Volos. Die Volos sind uns jetzt schon überlegen. Eieiei, es ist nicht gut. Nicht Angriffsversprechen. Bündnis. Wir können ja mal wieder ein Handelsabkommen schließen. Wer ist denn damit? Hat der denn noch irgendwelche Forschung? Ja, der hat einiges. Stetigen. Und dann gucken wir noch bei... Ja, die wollen wir nicht unterstützen. Die sind militaristisch. Die werden uns wahrscheinlich in den Rücken fallen. Ich will eigentlich die Unabhängigkeit mit denen nicht unterstützen. Die interessieren uns auch nicht und die werden uns nicht helfen. Und die könnten ein großes Problem werden. Die sind überwältigend. Die Elkor. Mit den Elkor müssen wir langsam mal was machen. Die sind auch schon überwältigend. Wir müssen unsere Flotten aufbauen. Ein Bündnis einladen wollen die halt auch nicht. Und ein Defensivabkommen wollen die auch nicht. Aber wir können mal wieder ein Handelsabkommen mit denen schließen. Wie sieht's aus? Forschungsabkommen, dann gebe ich euch Sternkarten. Beryllium-Erz würde ich ihnen nicht geben. Eigentlich braucht ihr halt nichts mehr. Ne? Wir haben ihn eigentlich schon gebufft ohne Ende. Na gut, müssen wir damit erstmal leben. Technologie, wie sieht es da aus? Da können wir leider auch keinen neuen Wissenschaftler. Ah, das ist ja alles eine unglaubliche Scheiße. Na gut, dann gucken wir mal zuerst auf den Planeten. Wie sieht es dann auf der Erde aus? Plus 8. Und wir könnten die... Hier könnte man noch eine Physikforschungsstation bauen. Aurelium. Ich soll das mal bauen, das upgraden, das nützen. Die sind alle nicht so geil drauf. Warum? Ach, weil sie gedemütigt wurden. Okay. Stimmt. Da war ja was.
Auch mal ehrlich gesagt auch nicht. Die bräuchten halt mal was zum Mampfen. Wie sieht's auf Eden Prime aus? Auch ganz gut. Biolabor. Eigentlich bräuchte ich ja ein Physiklabor, aber das haben wir ja wieder nicht hier. Ach, ich bin ja mal jemand, der gerne die Boni mitnimmt, deswegen. Biolabor und Freedom's Progress, die sind hier gerade noch am rum. Oh, die brauchen dringend was zu mampfen. Upgraden wir mal die beiden. Mineralien, Energie, Kraftwerk, nächste Stufe. Das ist ein Mineraliensilo, oder? Und wo kommt der nächste? Der hier kommt als nächstes. Okay. So, was haben wir denn noch so? Wir können unsere Flotte. Wo ist unsere Flotte auf der Erde? Wir müssen die upgraden. Neue Zerstörer, am besten mit Schilde. Ich glaube, ich werde einen neuen Zerstörer bauen und eine neue Korvette, die relativ viele Schilde haben. Mal gucken. Erst einmal schicken wir ein Konstruktionsschiff, können wir nirgendwo hinschicken, oder? Die haben schon alles fertig gebaut, was es zu bauen gibt. Na, hier fehlt noch was. Forschungsbasis bauen. Die O'Hara kann, glaube ich, auch nichts mehr machen. Genau, die sitzt nämlich auch fest. Die kann hier nicht rüberspringen. Okay, dann fliegt mal bitte wieder zurück. Und der kann jetzt zumindest mal wieder die. Nein. Forschungsbasis bauen und hier kann ja auch nichts mehr erforscht werden. Weil da ist ja schon dieses Mega-Reich. Das heißt, wir werden uns jetzt demnächst mal auf den Krieg vorbereiten, der früher oder später bestimmt kommen wird. Deshalb flieg auch du mal bitte zurück. Müssen wir mal schauen, dass wir unsere Flotten ein wenig aufrüsten. Genau, der ist zufrieden damit. Ja, mit dem Scheiß. Da muss ich irgendwie hinkommen, aber bedauerlicherweise geht das noch nicht. Mein Reich ist ein bisschen sehr klein. Müsste hier hinten noch alles bekommen, aber auch das wird ein schwieriger Akt. Aber wir schaffen das schon irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich hier die Basis schon wegmachen kann, aber ich glaube nicht. Ja, mit den Volos würde ich mich eigentlich nicht anlegen. Es ist echt schwierig. Er tritt am Rad. Ich hoffe, dass er nicht vernichtet wird. Ja, viel können wir jetzt nicht machen. Wir müssen unsere Flotten ausbauen. Das heißt, wir werden. Was können wir hier bauen? Die Aurelium-Kraftwerk als Schaden-Explosionswaffen. Ist eigentlich nicht schlecht, aber der Unterhalt ist halt für den Arsch. Oder wir bauen ein Observatorium. Wo ist Elysium? Elysium ist da. Freedom's Progress ist hier. Research complete. Korvettenwerft können wir mal bauen. Wie wir haben die denn hier forschungstechnisch? Nicht wirklich viel. Also es lohnt sich nicht. Dann kriegen die hier die Korvettenwerft. Ist ja wieder Unterhalt. Naja. Forschung abgeschlossen. Flottenkapazität plus 10%. Wetten können wir jetzt.
Kolonisieren, Abbau von Alien-Haustieren, Besatzungsquartiere, extrasolare Expeditionen immer häufiger werden, ist es wichtig, zurückkehrende Flotten planetare Erholungszeiten zu verschaffen. Reparaturgeschwindigkeit, Reparaturkosten, Unterhaltskosten. Oh, das ist sehr gut. Das brauchen wir. Inaktives Gebäude, da gucken wir gleich. Holy, holy shit. Holy shit, holy shit. Wir können uns nicht so viel leisten, weil wir Stationsunterhalt, Gebäudeunterhalt, Schiffsunterhalt, Modulunterhalt, Armeeunterhalt. Eieieiei. Construction complete. Zurück, die bauen noch ab. Energie-Credits-Erzeugung, genau. Wir haben schon wieder das Maximum erreicht. Das ist ein bisschen sehr schlecht. So, ich wollte ein neues Schiffsdesign haben, eine neue Korvette. Fünf Slots. Immer das. Eine Waffe. Eine Waffe, die wirklich gut ist. Welche ist denn gut? Typ Explosiv. Haben wir da irgendwas Neues? Dann werden die Weltraum-Torpedos einfach hier reinsetzen. Und dann. Das brauchen wir eigentlich nicht. Nochmal den normalen Antrieb. Dann brauchen wir hier Waffenreichweite. Das ist auch nicht das, was wir brauchen. Ausweichen und Geschwindigkeit nehmen wir hier. Und das können wir hier auch lassen. Und dann werden wir hier einfach die Deflektoren reinbauen, in der Hoffnung, dass das mit den... es reicht nicht. Das ist ja doof. Jetzt funktioniert's. So, dann bauen wir noch einen Zerstörer, der relativ viele Slots hat. Das ist eigentlich hier ziemlich egal. Machen wir das. Und das. Was ist denn richtig gut? Die Weltraum-Torpedos sind, glaube ich, ziemlich stark. Die machen 10,5 Schaden. Die Antimaterie machen 9,7. 6, 7. Oh, die Ripper-Autokanone ist ziemlich gut. Wie gut ist denn der Massenbeschleuniger? Nicht so gut. Ich glaube, ich hau da einfach noch einen Bergbaulaser rein. Und dann gucken wir mal, brauchen wir das? Reichweite Warp. Ja, eigentlich nicht. Geschwindigkeit brauchen wir. Das ist auch okay und das auch. Dann gucken wir mal, wo wir die Fusionsreaktoren reinbauen können. Oh, das reicht genau.
Okay, das reicht nicht. Ich brauche die Antimaterie-Reaktoren, die mehr Energie erzeugen. Das heißt, wir wissen schon mal, was wir beim nächsten Mal forschen. Schildzerstörer. Ach, wir haben nicht genug Energie. Upsala. Okay, unser Ziel sollte erst einmal sein, während ich mal kurz auf die Uhr gucke. Ja, ich glaube, an dieser Stelle mache ich sogar mal kurz einen Cut. Was ist unser Ziel? Wir müssen unsere Flotte aufrüsten. Am besten 2-3 Flotten, die wir in den Kampf schicken können, wenn es denn soweit ist, weil wir müssen uns vorbereiten, den hier oben auszuradieren. Denn der gefällt mir überhaupt nicht. Der muss weg. Das ist klar, der muss weg. Der hat hier mal absolut nichts verloren. Der muss weg. Das heißt, am besten wäre es natürlich, wenn ich mich mit den Elkor und mit dem Volus verbinde, um den zu zerstören, wenn die da mitmachen. Bisher scheitert es noch an gewissen Dingen. Naja. Ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal in der nächsten Folge an, wie es so läuft.